Moin Moin ihr Lieben, willkommen zurück zu unserem neuen Video. Was soll ich sagen? Es läuft, Kinders. Ich bin richtig excited, also so auf maximalem Level. Es ist richtig... Unser Haus wird hier langsam ready. Man mag es kaum glauben, aber... So wie es aussieht, kommt nach Ostern unser Fußboden endlich ins Haus. Und das ist der letzte Step, der passieren wird. Und hier läuft gerade im Moment ganz, ganz viel Gewusel. Und gleich kommen noch Fliesen, die wir uns angucken. Meine Mom bringt die mit. Das Licht geht jetzt aus, super geil. Fliesen, die wir uns ausgesucht haben, aber nicht für in das Haus, sondern für hinter das Haus, also in den Garten. Wir machen dieses Mal aber tatsächlich andere Fliesen und weniger Terrassenfläche, als wir es früher gemacht haben. Und ja... Gucken wir uns gleich mal zusammen an. Wir pflastern auch einiges. Boah, diese Milch ist einfach göttlich, ne? Wir pflastern auch noch einiges. Ja, wird super. Ich habe, by the way, gestern auch mal geschaut. Ich bin mir aber total unschlüssig, ob ich das wirklich so machen will oder nicht. Aber ich glaube, ich finde es ganz geil. Ich bin nur so, ich weiß nicht, ob ich die Türen so nice finde. Das Zimmer unten wird mit dem Zimmer oben von Tobi so ein bisschen getauscht. Also oben, das wird so ein kleines Gästezimmer. Und unten das Gästezimmer, Arbeitszimmer, wird ein kleines Zimmer. Das finde ich richtig super. Nur für mich. Und da habe ich gestern mal bei Ikea einen geilen Pax geplant. Und Leute, ich war richtig schockiert, wie viel Auswahl die einfach jetzt mittlerweile an Türen und Griffen und sowas haben und so Innenbeleuchtung, und der sieht so geil aus, aber mit den Türen weiß ich nicht so wirklich. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr zu dem wundervollen Stück sagt, falls das jeder mal lädt. Also sagt mir gerne mal, was ihr dazu sagt. Ich finde den eigentlich echt nice und ich habe Platz ohne Ende, was vielleicht einerseits gar nicht so gut ist. Je mehr Platz, desto mehr Klamotten. Ja. Oben der Kleiderschrank, Tobi kriegt dann den im Schlafzimmer. Und das obere Zimmer ist ja eigentlich auch nicht geplant, dass das oben ein Gästezimmer bleibt, sondern das soll ja eigentlich irgendwann mal fürs zweite Kind sein. Und ja, aber vorübergehend kann man da dann halt einfach ein Bett reinstellen und Tobi hat dann seine Klamotten im Schlafzimmer. Ich habe die unten. Und somit sind alle glücklich. Ja, warum sitzen wir hier? Wir schminken uns. Und die Celine ist auch gerade schon gekommen. Wir produzieren, heute ist ihr letzter Arbeitstag, also bevor sie Urlaub hat. Und wir haben heute richtig was auf dem Plan. Wir haben heute so viele Videos auf dem Plan. Und eigentlich habe ich gesagt, ich bin jetzt schon fertig, wenn sie da ist. Aber wer mich kennt, weiß... rechne immer 30 Minuten drauf. Aber ja, wir machen jetzt ein schnelles 5 Minuten Make-up und wir hoffen mal, dass wir es schaffen. Wisst ihr was? Wir machen jetzt eine Challenge draus. Ich stelle mir jetzt einfach eine Stoppuhr und bei 5 muss das Ganze aufhören. Ja, läuft. Ja.
Wimpern und ein bisschen Highlighter auf der Nase. Dann bin ich ready. Also, jetzt wäre nicht mehr viel gewesen. Mir Steine besorgen. Ja, okay. Okay. Guten Morgen auch von mir, Leute. Ich hab draußen Steine. Hä? Was die Wiese. Ja, ich zeige euch erstmal, dass da drüben die Firma ist und wir gerade die Wärmepumpe bekommen. Das ist schön. So, und was Maren meinte, was ich euch unbedingt zeigen soll, ist, wir haben jetzt endlich Terrassenfliesen hier bekommen. Das sind so Muster. Und ihr seht, die eine ist was heller und so einen leichten Sandstich. Die ist etwas gräulicher. Die wird auf unserer Terrasse ein Plätzchen finden. Und die nehmen wir. Die Randsteine und den Pflaster aussuchen und bestellen. Das drückt nämlich alles sehr, weil wenn der Gartenlandschaftsbauer in 2 Wochen anfangen soll und uns noch nichts davon da, dann ist das ein bisschen schwierig. Mit dem Fliesen sind wir in time. Zum Glück muss er ja auch erstmal ein bisschen was aufschütten, aber ja, wir oder ich gehe jetzt den Pflaster holen. Das ist so crazy. Und ich sehe gerade, die ganze Nacht über war mein Kofferraum auf. Bin ich wohl in der Hosentasche an meinen Schlüssel gekommen. Erfolgreich aus dem Natursteinhandel bin ich zurück. Wollte da eigentlich vloggen, aber in der Hektik, wir waren direkt in einem Gespräch mit drin, haben uns die Muster angeschaut und so, waren am Fachsimpeln, haben die Steine hin und her getragen und so. Ich kann euch hier mal ein Bild einblenden, was ich noch gefunden habe, was Maren unbedingt haben möchte zwischen den beiden Häusern. Das kommt genau hier. Ja, und wie ihr sehen könnt, das ist ein riesengroßer Olivenbaum. Und ja, den will Maren unbedingt haben und da muss ich auch sagen, bin ich auch wirklich sehr verliebt drin. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Auf jeden Fall haben wir es jetzt geschafft, einen Pflaster zu finden. Und zwar Pflastersteine von der Firma Kann. Die werden nicht günstig werden, aber es ist der Farbton, den Maren unbedingt möchte. Sie möchte hellen Pflaster haben, keinen dunklen, keinen anthrazitfarbenen. Sie möchte so einen beige-sand-hellen Ton haben. Den haben wir jetzt da gefunden. Der wird jetzt bestellt. Kommt es natürlich jetzt auf die Lieferzeit an. Ja, und dann geht es in 2 bis 3 Wochen los mit dem Garten. Dann heißt es Vollgas. Es ist schon spät, der Kleine schläft schon. Und Maren und ich, also Maren spielt gerade unten Fortnite und ich packe hier gerade so ein bisschen mein Stuff zusammen. Denn morgen heißt es auch wieder, endlich beginnt die Saison. An der Rennstrecke. Morgen ist quasi so das offizielle Opening und ich werde morgen auf die Rennstrecke fahren. Ich nehme noch einen Kumpel mit, vielleicht kennt ihr ihn auch, er ist relativ groß auf YouTube. Dave heißt er und genau, also Dave mit den coolen Videos. Wir kennen uns ein bisschen, waren auch zusammen schon mal auf einer Reise in Finnland. Und ich habe ihn mal mit hoch an den Nürburgring genommen und er ist mal mit meinem GT3S gefahren. Jetzt hat er selber auch einen Porsche. Und ja, wir treffen uns morgen bei mir und fahren dann zusammen morgen an die Rennstrecke hoch. Ich denke, das wird richtig cool. Ich schau mal. Also der Vlog geht jetzt auf jeden Fall weiter. Wir sehen uns direkt hier am nächsten Tag. Leute, damit haben wir auch nicht gerechnet. Es sind einige Tage später. Ja, wir hatten die letzten Tage ein krankes Kind hier zu Hause. Das war so uncool. Ich glaube, so schlecht ging es Lian in seinem ganzen Leben noch nie und ich glaube, so viel Angst hatten wir auch noch nie um ihn. Krankenhaus, dehydriert, alles drum und dran, es war eine absolute Katastrophe, Ende vom Lied, er hatte Scharlach, aber auf eine echt blöde Art und Weise. Ja, jetzt ist der Spuk Gott sei Dank vorbei. Ich bin so, so froh darüber. Es war eine echt schlimme, schlimme Zeit, wenig Schlaf, viele, viele Ängste, ihr kennt mich und... Ja, aber es geht ihm jetzt wieder gut. Deswegen kann ich lachen, deswegen bin ich glücklich und Lian ist der Alte wieder und das ist die Hauptsache. Aber das war auch der Grund, warum wir nicht gevloggt haben. Jetzt sind wir aber wieder voll am Start. Wir haben heute Sonntag, nächste Woche ist Ostern und nächste Woche passiert noch einiges im Haus. Und auch hier in unserem Haus, also in unserem Bestandshaus, und dafür muss ich ein bisschen was machen. Es wird nämlich wild. Wir haben geplant. Tobi kriegt meinen Kleiderschrank da hinten, damit dieses Chaos, was da zu sehen ist, was gefühlt jede Woche irgendwie hinter der Tür sieht, einmal für einen kurzen Moment gut aus und dann weiß ich nicht, was passiert.
dann sieht es so aus und das bleibt dann einfach 2 Wochen, weil ich keinen Bock habe. Egal. Ja, und Tobi kriegt den Kleiderschrank. Ich ziehe mit dem Kleiderschrank nach unten. Unser Zimmer, was nämlich unten aktuell irgendwie so eine Art Gästezimmer, Arbeitszimmer ist, verschwindet. Ich habe mir einen wunderschönen Kleiderschrank bei IKEA zusammengestellt und dieser Kleiderschrank von IKEA wird am Mittwoch geliefert und am Donnerstag wird der aufgebaut. Das heißt, ich habe ein Ankleidezimmer. Um euch nochmal einen kurzen Einblick zu geben, also so sieht sie aus. Ich verstehe es nicht. Bei dir im Zimmer ist übrigens auch eine Kleinigkeit passiert. Ich habe hier diese ultra kuscheligen, maßangefertigten Treppenstufen Teppiche bestellt. Ja, die gab es irgendwie nicht in der Größe, weil die Treppe halt recht schmal ist. Deswegen musste ich die nach Maß machen, aber egal. Und Tobi hat, kann man kurz nur sehen, ein süßes Bücherregal angebracht. Jetzt sieht es hier oben nämlich auch richtig kuschelig aus. Und Lian liebt's. So, ich würde sagen, let's go, Leute. Machen wir mal den Bums hier fertig. Na, tust jetzt so, als ob du auch was tust? Nein, du stehst einfach nur im Weg und ich habe alles getragen, du nicht. Ja, Tobi, so fett bin ich nun auch wieder nicht. Das passt nicht. Ja, wenn du so einen dicken Arsch hast, Junge, verpiss dich. Kopfhauen? Wie bitte? Was? Ich verstehe dummes Gelaber nicht. Ja, total sinnlos. Das ist der Punkt. Daran seht ihr nämlich, dass Tobi bis jetzt noch gar nichts gemacht hat, weil dann wüsste er nämlich, was hier gerade steht. Nein, und dass dieses Teil zum Schluss kommt. Schatz, soll ich dir was sagen? Du sollst hier keinen Schreibtisch in der Garage aufbauen. Das ist der Fall. Es geht darum, Schatz. Ja. Genau. Nimm deinen Kaffee, das, was du die ganze Zeit machst. Nimm dein Handy, mach dir die Nägel, was auch immer. Oh, echt? Oh, voll geil. Guck mal, ich hab die Einladung bekommen. Richtig nice. Tschüss. Wir bauen jetzt keinen Schreibtisch da drüben in der Garage auf, damit die Leute da sitzen und arbeiten. Doch. Sondern stapeln die übereinander, dass die Sachen raus. Ich will, dass sie in der kalten Garage arbeiten. Deine Kleinkind-Power brauche ich. Dein Bizeps von einem 4-Jährigen brauche ich jetzt. Komm, let's go. Lach nicht so hässlich. Ist sie voll? Ist sie voll? Ist sie voll? Los! Doch, ich hab noch ein Rollding. Wie weg. Jetzt kommst du mit dem Rollding? Also, Alter, du Bieb! Du bist zu schön. Beim nächsten Mal, dein Fuß besser fällst du. Was ist denn da? Jetzt erschrecken wir ihn mal. Mal gucken, ob der sich erschreckt. Ich hoffe, du kannst treffen und ich würde mir eigentlich am liebsten wünschen, dass du dir Schuhe anziehst, sonst sehe ich deine Füße schon weg. Nein, ach Quatsch, die sind da hinten. Schatz, wir müssen das zu zweit da draufheben. Ach so. 1, 2, 3. Zeigt, wie toll du filmen kannst. Ja, das ist super. Ich will auch aufs Bild. Schatz, ja, du kommst jetzt aufs Bild. Du Kamerageile. Ja. Jetzt? Und jetzt hast du den schweren Part. Warum? Du wolltest ja unbedingt aufs Bild. Du musst jetzt mit dem Ding in der Hand hier drüber steigen. Mit welchem Ding in der Hand? Ja, wenn wir das jetzt hochheben, dann ist da noch ein rollbarer Untersatz. Okay. Dann los geht's! Okay, stopp! Wie, okay, stopp! Was? Okay, hoch! Du kannst doch nicht einfach... Hoch! Okay, stopp! Schatz, es hängt immer noch da drunter, weil du es nicht richtig hochhebst. 1, 2, 3, und geh! Wo hängt's denn? Keine Ahnung, du hebst es nicht richtig hoch oder so. Hebst hoch! Nee. 1, 2, 3. Ein Stück zurück und jetzt hoch. Auf deinen Fuß aufpassen. Ah!
Ja, ja. Okay. Wie ah. Schatz, geh bitte hier hin. Ich kann mir das nicht mit angucken. Das dauert 3 Jahre, um eine Kommode zu bewegen. Okay. Hey, 2, 3. Nee, krieg das nicht hin. Wie? Ich steh hier, das ist totale Kackastrophe. Eine Kackastrophe ist das. Guck mal, jetzt geht's doch. Ich mach's alleine, komm, geh weg. Und so, Mädels, wird für euch gearbeitet. Oh oh. Da hab ich jetzt ein bisschen zu weit gedrückt. Oh oh. Und du? Du guckst nur so hier doof rum, ne? Kannst auch mal helfen. Mal helfen. Also ich habe dem Tobi eigentlich noch gar nicht den Kleiderschrank gezeigt. Das fällt mir gerade so auf, oder beziehungsweise ist ihm gerade aufgefallen. Also hier kommt ein Kleiderschrank hin. Ich sag ja. Nee, ich meinte, kommt an die Wand auch ein Kleiderschrank? Ja, ich so, oh, okay. Also. Ah, okay. Ich verstehe. Zeig's euch jetzt gleich auch mal. Wie tief ist der linke? Ist ganz normal 56 cm. Das ist ja wie die Kommode, das passt auch hin. Eins ist auch hier offen. Ich musste das jetzt gleich mal zeigen. Ja, der Tobi blendet es mal ein. Jetzt einfach nach oben. Mann, mit dem kannst du nicht richtig reden. So, Pech gehabt, siehst du denn, wenn er fertig ist. Und ihr seht den dann übrigens im nächsten Vlog dann fertig. Unten kann ich jetzt nicht weitermachen, deswegen mache ich mir jetzt bei Tobi, bei Lien, erstmal eine Toni-Figur an. Was nehme ich denn da heute? Ich glaube, ich höre mir heute Bobo an und mache jetzt mal Liens Kleiderschrank. Mama. Und by the way, das war jetzt gerade kein Scherz, ne? Ich mache mir wirklich jetzt gerade eine Toni an. Ich finde das voll entspannend. So, und hier muss ganz dringend ausgemistet werden bei Lien. Lauf nach vorne! So. Die zwei sind hier auf dem Laufband am rum. Hantieren, wie ihr sehen könnt, hier ist wir einiges Sport, weg. Mama. Ja. Oder Lien? Süß. Ja. Wir haben es geschafft, wir sind ready. Also noch nicht ready, aber für den Tag heute ready. Und hinter mir müssen noch 2 Regale weg. Dann ist hier bald ein Ankleidezimmer drin. Maren ist wirklich so eine tolle YouTuberin, sie vergisst selbst die Vlog-Cam. Und wie ist es so, YouTuberin des Jahres zu sein? Vlog haben sie durchgespielt, ne? Wo lag die Kamera? Also kein Spaß, wenn man Tobi mit einem Wort beschreiben müsste. Könnt ihr mal in die Kommentare verraten und schreiben, was ihr sagen würdet. Aber ich kann es euch jetzt direkt sagen, der ist ein Trickser. Der ist einfach ein Trickser. Vor dem Herrn. Der größte Trickser, den es EU-West gibt. Kein Scheiß. Der macht, wie er wirklich, der legt sich das, wie er es braucht. Bei Gott, ich schwöre, der hat gestern... Hier hatten wir jetzt leider eine kleine Unterbrechung. Es tut mir sehr leid, ich schneide ja dieses Video, aber ich muss leider hier einen Cut setzen. She's a devil. Willkommen zu einer Folge Einkaufen mit Maren. Das Licht ist heute auch richtig schön hier. Meine Frisur, mein optisches Erscheinungsbild. Ja. Eiweißbrot, gib ihm. Niemals auslassen. Chibo. Lieb's ja, ne? Daran merkt man, dass man alt wird, glaube ich, wenn man bei Chibo anhält. Ja, aber schon cool. Lieben wir einfach. Also ich weiß ja nicht, aber irgendwie sieht der gruselig aus. Guck mal, Freunde, das ganze Kram ist abgebaut. Was hast du gesagt? Guck mal, Freunde, der ganze Kram ist abgebaut. Und da kommt ein neuer Schrank hin. Ja, sehr gut. Alles weg. Wunderbar, oder? Guck mal, wie sich das hier anhört, wenn hier nichts mehr drin steht. Oh. Mach mal. Sollen wir einfach wegfahren? Ja.
Wohin? Zu Köln. Wer, zu wem? Zu Köln. Zu Köln, du meinst nach Kölle? Mhm. Okay. Zu Kaffee Buhr? Ja.